Willkommen Leute zu der neuen Folge, zur Folge 3 von Die Welt und ich. Es ist auch, glaube ich, Nummer 3. Es müsste die Nummer 3 sein. Ja, Uwe, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, wir kennen uns, was sagst du, 7 Jahre? Wann bist du hier hingekommen nach Paderborn? Ich glaube, wir sind das erste Mal tatsächlich 2013 über den Weg gelaufen oder 2014. Sind auf jeden Fall schon 6 oder 7 Jahre. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren 6 Jahre, 2014. Und für alle, die Uwe eventuell noch nicht kennen, ich möchte dich einmal kurz vorstellen in meinen Worten. Ich glaube, das ist auch für dich einfacher. Du bist jetzt stolze 34. So sieht's aus, ja. Ne? Das war jetzt nicht abwertend gesagt. Alter ist nur eine Zahl. Ne? Alter ist nur eine Zahl. Hast damals deine Karriere gestartet beim BVB. Bist ja in der Jugend schon da gewesen, ne? Bist vom BVB zur Energie nach Cottbus gewechselt. Von Cottbus ging es dann für dich an die Prada. Das war dann 2014, glaube ich, ne? 2013. Dann hast du deine ganze Energie auch mitgenommen aus Cottbus und hast Paderborn verholfen zum Aufstieg. Bist dann wiederum natürlich mal rüber nach England geschippert. Hast natürlich englische Luft. Und darüber wollen wir gleich natürlich explizit nochmal sprechen. Die hast du dir da geholt, die englische Erfahrung im englischen Fußball. Und jetzt sitzt du wieder hier. Ne? Also, heimische Gefilden, so sieht's aus. So ist es. Das ist ja auch eine wichtige Info. Du kommst ja aus Bokel? Bokel, genau. Wiedbeck, Bokel. Ich sag's immer falsch. Aber jetzt, ich bin stolz auf mich. Ich glaube, jeder Paderborner weiß einmal die D64 runter Richtung Reda-Wiedenbrück. Dann kommt man an Wiedbeck vorbei. Riedberg-Bokel, ein kleines Dörfchen. Und da fangen wir doch erstmal beim ersten Thema an. Ich glaube, das ist für viele Zuschauer interessant, weil ich meine, es gibt ja von keinem SC-Spieler und gerade nicht von dir mal so ein Video, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr über Karriere quatscht oder wie das überhaupt alles passiert ist, kann man sagen. Du bist ja damals dann aus Bokel nach Dortmund irgendwie gekommen. Wie ist das? Was hast du richtig gemacht, was andere falsch gemacht haben? Ja, ich bin dann über den FC Gütersloh, wo ich dann auch noch 3 Jahre gespielt habe, nach Dortmund gekommen, wo ich dann quasi bei Kreisauswahl, Westfalenauswahl meinen Weg gemacht habe, wo Dortmund dann auf mich aufmerksam geworden ist. Ich habe in der Jugend sehr, sehr viele Tore geschossen, war immer Offensivspieler, Stürmer und wurde dann von meinem ersten Testspiel in Dortmund in der C-Jugend in die Abwehr verfrachtet. Im Nachhinein eine glorreiche Entscheidung meines damaligen Trainers. Ja, war für mich ungewohnt, aber wenn du aus einem kleinen Dorf kommst, in die große, weite Welt gehst nach Dortmund, ist jetzt noch nah bei insgesamt, aber das ist sicherlich erstmal was Ungewohntes, was Neues, aber da ich ja zu der Zeit nach wie vor zu Hause gewohnt habe, war es eigentlich nur viel hin und her pendeln, von daher konnte ich mich langsam an die Gewohnheiten gewöhnen. Und dann bist du ja von der Borussia nach Cottbus. Das war im Prinzip, war das so, dass Cottbus so ein Interesse an dir zu der Zeit gezeigt hat? Oder hast du irgendwie versucht oder gesagt, jetzt muss ich den nächsten Karriereschritt erreichen? Wie lief das da ab? Ja, zu der damaligen Zeit hatte ich in Dortmund relativ große Konkurrenz im Profikader mit Mats Hummels, Neven Subotic und Felipe Santana. Alles sehr junge, sehr gute Spieler zu der Zeit. Und ich war noch der Älteste von den Vieren und war auch erst, glaube ich, 23. Wo dann auch mein damaliger Trainer Jürgen Klopp gesagt hat, es wäre für mich an der Zeit, jetzt einen Schritt zu machen, weil ich einfach hier als Nummer 4 vergeudet bin. Ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwo spiele. Und da zu der damaligen Zeit, Cottbus war für mich das perfekte Sprungbrett. Die waren gerade in der zweiten Liga. Genau, ne? Die waren in der zweiten Liga. Waren die frisch abgestiegen aus der ersten? Nee, die waren schon ein Jahr in der zweiten Liga, mindestens ein Jahr in der zweiten Liga, wenn nicht sogar schon noch länger. Und die haben damals großes Interesse gezeigt. Natürlich war das nochmal auch wieder ein Schritt. Cottbus ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber es war eine super Zeit auch dort. Also ich bereue den Schritt absolut nicht. Ich habe dort meine ersten richtig großen Schritte im Profifußball gemacht. In Dortmund war alles immer sehr sporadisch, mal hier und mal da, vielleicht mal einen Einsatz. Aber dann in Cottbus habe ich dann angefangen, regelmäßig zu spielen. Und es war sicherlich kein einfacher Schritt damals, als kleine Familie rüberzugehen, aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Und was du natürlich jetzt auch interessanterweise angesprochen hast, 2 Sachen. Die erste Sache, war The German Jürgen Klopp damals schon so
ich sag mal, hatte der damals schon dieses Temperament und war so vom Typ, wie er heute oder wie man ihn heute kennt oder sieht im Fernsehen? Absolut, also er war immer sehr, sehr nahbar. Da auch die Tatsache, dass ich viel in der zweiten Mannschaft in Dortmund gespielt habe, aber bei den Profis trainiert hat, war immer bei den Spielen dazugeschaut, hat mir auch ein Feedback nach den Spielen gegeben und wie gesagt, hat dann auch großes Interesse daran gezeigt, mir zu verhelfen, meinen nächsten Verein zu finden. Hat mich dann tatsächlich in der Sommerpause, wo ich gewechselt bin, auch nochmal angerufen und sich erkundigt, ob ich schon einen neuen Verein gefunden hatte und wollte mir tatsächlich auch dabei helfen, was ich so noch nie erfahren habe, dass mein Ex-Trainer sich dafür interessiert, was mit seinem Ex-Spieler im Prinzip passiert, wo ich doch wirklich nur Nummer 4, sag ich mal, Innenverteidiger war und vielleicht ein junger Spieler im Kader. Ja, das fand ich bemerkenswert und zeigt eigentlich so, wie ich ihn auch heute noch wahrnehme, so wer sich um seine Spieler kümmert. Und ich glaube, das hört man von vielen, vielen Spielern jetzt auch aus England und das macht ihn sicherlich so besonders. Ja, was auch eine spannende Frage ist, hast du noch Kontakt zu irgendwelchen aus der alten Borussia-Mannschaft? Ja, jetzt, dadurch, dass wir jetzt auch nochmal gegen BVB gespielt haben, habe ich tatsächlich nochmal auch mit zwei Kollegen von damals ein bisschen gequatscht nach dem Spiel und auch rund ums Spiel mit Marcel Schmelzer und Mats Hummels. Das sind so die wenigen, die von damals noch übrig geblieben sind. Die gehören ja auch noch zur Meistertruppe, ne? Genau, die sind ja Mats Hummels auch jetzt wieder über Umwege mit seinem kurzfristigen Aufenthalt in München, oder ich weiß gar nicht, wie lange es war. Aber das sind so die Jungs, die noch da sind und natürlich viele vom Betreuerstab. Also man verliert sich nicht aus den Augen, man behält das immer im Blick. Und von daher ist es immer schön, alte Bekannte wiederzutreffen. Ja. Und was eine sehr spannende Frage ist. Ich meine, wir haben diesen krassen Kontrast zweimal, aber zum ersten Mal kommt er jetzt vor, der kleine Junge aus Bokel hat sein erstes Bundesligaspiel. Wann war dieses Bundesligaspiel beziehungsweise gegen wen? Wie hieß diese Partie? Ja, es war direkt vor der Winterpause damals mein erstes Bundesligaspiel mit 19 Jahren gegen den FC Bayern München. Im großen, ich glaube damals war es noch Westfalenstadion, vor keine Ahnung wie viele tausend Zuschauern. Das war für mich was Für die Besonderes. jüngeren Zuschauer, der Signal Iduna Park heute, ne? Genau, es hat an dem Tag tatsächlich morgens geschneit und so ein kleiner Junge wie ich damals hat dann tatsächlich noch daran gezweifelt, dass das Spiel stattfindet und hatte Angst, dass das Spiel abgesagt wird. Wobei es ja heutzutage Rasenheizung gibt, also es war nicht nie stand nie zur Debatte, aber ich wusste den Tag vorher oder die Woche vorher, dass ich spiele und hatte dann noch so ein bisschen Bedenken. Ja, und dann sein erstes Spiel gegen Bayern zu machen, ich glaube, was Besonderes gibt es nicht. Wir hatten damals viele, viele Verletzte, eine sehr, sehr junge Mannschaft, eigentlich keine Chance und haben dann wirklich knapp 2-1 verloren, haben uns sehr, sehr gut verkauft, hätte sogar tatsächlich fast ein Tor geschossen. Ja, es wird immer in Erinnerung bleiben, ganz klar. Also so ein Bundesliga-Debüt zu haben, ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten. Und als du dann nach Cottbus gegangen bist, ich finde das sehr interessant, oder warum ich mich ja auch auf dieses Gespräch fast oder gar nicht vorbereiten musste, und das ist jetzt wirklich kein Witz, ich hatte dich schon echt lange auf dem Schirm, bevor du in Paderborn warst, weil ich von dir sehr viel mitbekommen habe in Cottbus, dass du so torgefährlich warst. Beziehungsweise hast du in Cottbus auch schon die Freistöße damals geschossen? Ich habe auch sogar ein Freistoßtor geschossen, ja. Das hatte ich nämlich alles schon im Hinterkopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und als du nach Paderborn gekommen bist, hatte dich keiner aus dem Schirm. Ich wusste nicht mal, dass du aus der Region kommst. Aber ich habe gesagt, das ist ein guter, weil ich hatte dich im Hinterhör, ich habe nicht viel gesehen, nur die Tore in den Highlights immer. Aber ich wusste, den brauchen wir so einen. Weil du halt dieses, du, ich sag mal so, es gibt ja diese soliden Innenverteidiger, weil es gibt welche, die bestimmte Marke, so wie Hummels seinen Außenriss hat. Oder du hast einen torgefährlichen, so, und das hatte ich ja bei dir schon irgendwo immer im Hinterkopf. Du hast ja, wie viele Tore waren das? Ich Weißt habe du in meinem ersten Jahr 9 Tore für Cottbus gemacht. Und Also das heißt Innenverteidiger. genau, ich habe zwar bei Zeiten auch mal im Sturm gespielt, weil der Pele Wollitz auch meine Qualitäten als Stürmer kannte. Und da habe ich teilweise auch mal eine ganze Halbzeit im Sturm gespielt, Okay. wo der Trainer noch eine Halbzeit umgestellt hat. Einmal lagen wir, glaube ich, gegen Augsburg zur Halbzeit 2-0 zurück und da hat er in der Halbzeit so gewechselt, dass ich dann in den Sturm kam. Zusammen mit Nils Petersen dann vorne gespielt und haben dann auch relativ schnell das 1-2 geschossen, glaube ich, habe ich sogar vorbereitet.
Also er wusste auch um meine Qualitäten Bescheid. Ja, es ist immer so ein, vielleicht ein Extra, was du als Innenverteidiger hast, wenn du natürlich torgefährlich bist. Über die Zeit stellen sich natürlich Mannschaften auch darauf ein, wissen, der ist kopfballstark. Und das war natürlich in meinem ersten Jahr, war ich noch relativ neu in der Liga, sodass mich nicht so viele Spieler da kannten, weil ich aus der dritten Liga kam. Ja, habe ich natürlich 9 Tore, ist schon was Besonderes dabei, noch einen Hattrick geschossen gegen Erzgebirge Aue. Ich glaube, das wird jetzt Ein so schnell nicht Hattrick mehr. als, da hast du auch Innenverteidiger Genau, gespielt. ja. Ne? Gab es da schon mal, weißt du das? Keine Ahnung, ob ein Innenverteidiger mal 3 Tore in einem Spiel gibt es bestimmt mal irgendwo, aber sicherlich sehr, sehr selten. Und dann bist du ja nach deiner Zeit bei Energie nach Paderborn rübergeschippert, zurück in die Heimat im Prinzip. Paderborn stand damals, glaube ich, im Mittelfeld, zweite Liga, ne? Als du kamst, oder? Ja, sie haben das Jahr, also ich hatte, Überlebt das ja genau, wahrscheinlich. sie hatten, ich hatte unterschrieben in Paderborn und dann ging es aber noch so ein bisschen darum, ob sie auch die Klasse halten. Also es wurde, glaube ich, erst 2 Spieltage vor Ende wurde die Klasse gesichert. Was war denn damals der Grund, dass du zum Beispiel gekommen bist zu Paderborn? Du hast ja durchaus, denke ich, auch mal in Anführungsstrichen lukrativere Angebote als jetzt beim SC Paderborn. Ja, aber wo das Interesse von Paderborn kam, war es für mich eigentlich relativ klar, dass ich das machen will, weil ich auch insgesamt schon auch heimatverbunden bin. Der damalige Trainer, der dann nicht mehr mein Trainer war, wo ich dann gekommen bin, der Stefan Schmidt hat sich sehr um mich bemüht. Ich habe mich auch mit ihm getroffen. Und auch mit dem Michael Born hatte ich damals gute Gespräche. Da war für mich relativ schnell klar, dass ich das machen will. Paderborn, wie gesagt, ja, wie gesagt, ich komme aus der Region, aus dem Kreis Gütersloh und da war für mich die Sache relativ schnell klar und ich wollte das machen. Und wenn du Überzeugung hast, was zu machen, dann solltest du das auch tun. Das ist doch ein sehr schöner Satz. Dann habt ihr ja, ich glaube, über den Aufstieg, den ersten, müssen wir gar nicht. Weißt du noch das Datum? Ja, du fragst mich jedes Mal, weil es dein Geburtsdatum ist. Ja. Ne, da bin ich natürlich jetzt gespannt, ne? Ja, der 17. Mai war es. War es der Ich. 11. Mai? Sehr, sehr stark. 11. Mai, das war 2014. Das war dann 12. So 11. Mai 2014. sieht's aus. Und ich hatte Geburtstag, zum Glück war es nicht mein 18., aber um mich hat sich an dem Tag keiner geschert. Ich war auch selber nur am Rathaus, das war natürlich schon was Besonderes, kann man sagen. Ne? Ich fand zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr haben wir ja auch uns im Rathaus getroffen beim Aufstieg. Ich finde, man hatte nicht, das war nicht das gleiche wie beim ersten Mal. Ne? Ich frage mich, ob es daran liegt, weil es halt das erste Mal war oder weil ich auch jünger war und das vielleicht nochmal anders gesehen habe. Aber weißt du, was ich meine? Da war, ich hatte das Gefühl, mal eine andere Euphorie in der Stadt. Ja, sicherlich, das erste Mal ist immer besonders. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass beim zweiten Mal das Wetter natürlich auch echt beschissen war. Es hat geschüttet wie aus Eimern. War herrlich. Es war sicherlich fast noch mehr ein großes Wunder aus der Situation, wo der Verein dann eigentlich fast aus der vierten Liga gekommen, dann über den Drittliga-Aufstieg oder Zweitliga-Aufstieg direkt aufzusteigen. Aber für die Leute ist es immer was Besonderes, wenn es das erste Mal ist. Für mich war es damals auch was sicherlich besonderer. Ich konnte es beim letzten Aufstieg viel mehr aufsaugen, viel mehr genießen, weil ich das natürlich mit Paderborn schon mal erlebt hatte und ich natürlich auch ein paar Jahre älter war, konnte ich das alles ein bisschen mehr genießen, sag ich mal, den Jungs ein bisschen die Bühne geben und es war trotzdem besonders, dabei gewesen zu sein. Aber ich hatte mehr Zeit, das Ganze wahrzunehmen, wobei es beim ersten einfach pure Emotion, pure Freude war. War man beim zweiten Mal etwas ein bisschen entspannter, trotzdem euphorisiert, aber irgendwo gelassener, gesitteter. War eigentlich ganz schön, dass man das wirklich ja, zweimal erleben durfte. Das ist ja eigentlich etwas Großartiges mit einem Verein wie dem SC Paderborn, das zu schaffen. Absolut, das muss man wirklich sagen. Erstliga-Jahr war ja auch gar nicht mal so schlecht. Die Hinrunde als Tabellenführer nach München gefahren. Fünfter Spieltag war das, glaube ich, oder vierter Am Spieltag, 5. ne? Spieltag war dann das Spiel in München. Genau, Rückrunde war dann nicht subopt oder war suboptimal, nennen wir es mal so, ne? Dann ging es für euch wieder runter und dann hast du den entscheidenden Schritt für dich selbst gefunden oder gesehen, zu sagen, ich möchte jetzt meinen großen Traum oder den Traum aller Fußballer erfüllen, einmal in England ein bisschen Luft schnappern.
Also man muss dazu sagen, mein Plan war eigentlich wirklich auch mit dem Verein in die zweite Liga zu gehen, weil es für mich letztendlich nicht so gut wie gar keine Möglichkeit gab, woanders hinzugehen. Und von daher war es für mich eigentlich klar, mit Paderborn in die zweite Liga zu gehen. So ist das ja auch dann angefangen. Diese Chance, die sich dann aufgetan hat mit Brighton, die kam relativ kurzfristig. War das nicht ein paar Tage schon vor Transferschluss, als Ja, ich? das ging ja, also Aber in der Vorbereitung es war war es in der dann, ne? Vorbereitung, die Saison lief ja auch mittlerweile schon. Von daher, das war sicherlich für mich eine echt schwere Entscheidung, wobei ich auch sagen muss, die Chance in England Fußball zu spielen, bei einem aufstrebenden Zweitligisten mit diesen Möglichkeiten, die dieser Verein dort hatte, auch mit dem Trainingsgelände, mit dem Stadion, alles war dort ziemlich neu. Der Verein strebte nach Größerem. Und so gesehen wurde ich auch im zweiten Jahr, beziehungsweise eher im zweiten Jahr, wurden wir dann mit dem Aufstieg belohnt in die Premier League, wo ich dann am Ende auch einen großen Anteil daran hatte, wo ich dann auch meine Spiele gemacht habe. Bin ich sehr glücklich darüber, dass ich diese Chance wahrgenommen habe. Ich war nicht sicher, ob ich es machen wollte, sollte, weil ich auch wusste, was ich an Paderborn habe. Also es war keine einfache Entscheidung. Im Nachhinein natürlich für mich persönlich eine absolut richtige Entscheidung. Und ja, ich bin froh, dass ich in England gespielt habe, mit all den Erfahrungen, die ich dort machen durfte. Und genauso glücklich bin ich jetzt wieder in Paderborn zu sein. Also ich weiß schon, was ich an diesem Verein habe und bin froh, dass ich ja, ein zweites Mal die Chance habe, hier Fußball spielen zu können. Das ist ja, ich bin ja auch einmal deinem alten Weg gefolgt. Das war ja letztes Jahr, da habe ich mir das ja alles mal nochmal live an. Da habe ich mir übrigens vorm Amex Stadium meine erste Macke ins neue Auto in der Felge reingehauen. Das weiß ich noch. Weil die haben ja in England generell diese hohen Dinger. Und auf dem Parkplatz beim Amex Stadium habe ich mir erstmal eine schöne Macke. Ne? Das werde ich auch, glaube ich, so schnell nicht mal vergessen. Aber wie schon gesagt, Brighton hat sich ja auch jetzt echt gut gemacht. Ne? Die spielen ja jetzt gerade auch eine solide Premier League Saison. Wo sind sie gerade? 11., 12. irgendwo, ne? Ja, sind jetzt, glaube ich, haben jetzt eben tatsächlich gewonnen, sind so mit aller Sorgen erledigt für die Saison eigentlich. Deswegen sind sie, glaube ich, auf dem 13. und 14. Platz, aber nach unten dürfte nichts mehr passieren. Und was war so deine Schlüsselszene in England oder was war dein absolutes Highlight, wo du sagst, okay, wow. Boah, schwierig zu sagen. Also klar, das Aufstiegsjahr bleibt natürlich in Erinnerung. Ich habe in den Aufstiegsjahr lange Zeit sehr wenig gespielt. Bin dann durch eine Verletzung in die Mannschaft gekommen, wo es vor den letzten 10 Spielen, wo wir schon auf, ich weiß nicht, ob wir Erster oder Zweiter waren, wo es dann wirklich um das Große und Ganze ging, um den Aufstieg in die Premier League. Du weißt natürlich, was für Summen es dann für so einen Verein geht. Es wird dann immer kolportiert. 120 bis 150 Millionen gewinnen kann ein Verein durch so einen Aufstieg erreichen. Und dann bin ich in die Mannschaft gekommen und es waren schon auch viele Zweifler, die gesagt haben, schafft er das jetzt nach so einer langen Verletzung, wo er raus war oder lange nicht gespielt? Und da habe ich wirklich in den letzten 9 oder 10 Spielen echt auch richtig gute Spiele gemacht, wo ich mir auch selber beweisen konnte, dass ich nach wie vor absolut in der Lage bin, einer Mannschaft zu helfen, weil das weißt du nach so einer langen Verletzung und nach einer langen Auszeit, wo du da nicht gespielt hast, hast du auch immer ein bisschen Zweifel und dann hast du auch ein bisschen Druck in so einer Situation. Und dieses erste Auswärtsspiel, was wir dann damals hatten, in so einem kleinen Stadion in Rotherham, war das, das war mein Ich erstes. glaube, da blenden wir mal eine Szene zu ein. Genau, das war genau tatsächlich mein erstes Spiel damals. Und da haben die Fans dann auch nach dem Spiel oder während des Spiels schon einen Song über mich gesungen. Das kam dann in dem Spiel so besonders heraus, weil es ein kleines Stadion war, wenig Zuschauer. Rotherham hat gegen den Abstieg gespielt, wir im Aufstieg. Ich mein erstes Spiel nach Rückkehr gemacht, haben wir, glaube ich, 2-0 gewonnen. Das war dann auch eine große Erleichterung für mich. Und das bleibt sicherlich so ein bisschen in Erinnerung, dieses erste Spiel nach einer langen Auszeit wieder gemacht zu haben. Dann ja, die Fans, die dir den Rücken stärken mit diesem Song. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen in Erinnerung bleiben. Kein Riesenspiel, keine Riesenatmosphäre, aber für mich war es in dem Moment was ganz Besonderes. Und der Pascal hieß er, ne? Groß, Genau. der war ja damals in der Mannschaft. Wie Damals wichtig. noch nicht. Also der Ach, der. kam dann erst Zur in die Premier Premier League-Saison. League-Saison. Genau.
Hattest du davor einen deutschen Mitspieler? Nee, ne? Nein, Oder? nein. Da warst du so Single German in der Mannschaft, So der ist es. Alleinige. So ist es. Was für einen Unterschied hat das gemacht, als zum Beispiel Pascal dann zur Mannschaft dazukam? Ist das schon wichtig für einen oder bringt einem das schon viel, wenn du nochmal, sag ich mal, Gleichgesinnten ist ja hart, wenn man das so sagt, aber einfach einen, mit dem du anders reden kannst, sagen wir, ne? Also es war ja 2 Jahre lang für mich kein Problem, allein in England zu sein. Aber klar, sag mal, einen aus Deutschland bekommst, mit dem du Deutsch quatschen kannst, ja, dann sitzt du in der Kabine und du kannst ganz normal mal einfach drauf losplaudern, so ein bisschen Smalltalk halten. Du triffst ihn natürlich auch eher mal mit jemandem aus Deutschland oder natürlich hatte ich auch Kumpels. Ich hatte viel mit dem Tschechen und dem Finnen zu tun, so. Das sind so Gleichgesinnte, die kommen aus anderen Ländern, aber deren Sprache ist nicht, Hauptsprache ist nicht Englisch. Das hält so eine Verbundenheit, die man Ja, hat dann, genau, ne? man hat so eine Verbundenheit, weil es fällt ja vielen Ausländern erstmal nicht so einfach, vielleicht auch die englische Sprache zu lernen. Es war jetzt kein Problem für mich. Habe mich relativ schnell angepasst. Aber natürlich ist es schön für dich, wenn du jemanden da hast, mit dem du Deutsch quatschen kannst. So, das ist ganz normal. Das fällt ihm immer, das ist deine Heimatsprache, deine Muttersprache. Das war für ihn, glaube ich, sehr schön damals. Für ihn war es deutlich einfacher, weil ich ihm unheimlich helfen konnte, sich einzugliedern. Wir haben auch einen Österreicher bekommen, den Markus Suttner, sodass wir dann fast zu dritt waren. Suttner, ist der nicht jetzt bei Düdo? Der war jetzt bei Düsseldorf, genau. Und die beiden kannten sich aus Düsseldorf, aus Ingolstadt schon. Von daher hatten die schon viel miteinander zu tun, aber was für mich war es natürlich auch nochmal was Schönes, ja, einen Deutschen und einen Österreicher dazu bekommen, ohne da jetzt irgendwie den Engländern irgendwas zu wollen, aber es war natürlich angenehm, ganz klar. Wie siehst du das denn generell, jetzt mal allgemein über Fußball gesprochen? Ich meine, Lennart. Kennst ja, oder den kennst ja sogar aus Cottbuser Zeit noch, ne? Ja, da kann ich ihn aber noch Was nicht heißt, persönlich. kannst ihn, ja, wir haben uns ja einmal gemeinsam sogar getroffen am Lippesee Genau. und der hat ja jetzt den Sprung geschafft nach Italien zu Atalanta und ich verfolge die Spiele tatsächlich jetzt auch. Vorher habe ich italienische Liga nicht so geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt zum Beispiel gegen Napoli, die hauen da ja gerade alles weg in Italien, ne? Also ich glaube, 8. Sieg jetzt in Folge gewesen, ne? Und wie siehst du diese allgemeine Staffelung? Also Deutschland ist ja, sag ich mal, in den Top 5 Rankings eigentlich immer so auf kämpft um Platz 3, 4. Wie siehst du das generell? Ja, ich schätze mal, die Premier League und die Primera Division sind sicherlich die Ligen, auf die man so schaut, ne? Das sind sicherlich die Mannschaften, die am Ende der Europapokalsaison dann meist um die Titel spielen. Wir haben natürlich mit Bayern immer eine starke Mannschaft, die Deutschland sicherlich sehr gut vertritt. Ja, und die italienische Liga und die französische Liga. Ich sehe uns als deutsche Liga schon so auf Platz 3. Die italienische Liga muss schon noch insgesamt ein bisschen aufholen. Und die französische, die haben halt mit Paris die Mannschaft und Juve. PSG, Olympique und, ne? Ja, die haben eigentlich nur PSG, die um Titel kämpfen können. Ist Und in richtig. Italien ist meist Juventus. Ja. Inter wird immer stärker. Ja. Du hast natürlich Italien, die holen schon auf, muss man schon sagen. Ja, es wird interessant über die nächsten Jahre. Aber das macht ja den Wettbewerb aus und so soll es ja auch sein. Aber meinst du, Deutschland müsste auch ein bisschen nachlegen, was Transfers und Transfersummen, zum Beispiel jetzt, daran sieht man, wie aktuell das Video ist mit Leroy Sané, der jetzt auch für eine gewisse Summe nach Deutschland wiedergekommen ist, aus der Premier League, im besten Fußballeralter, ist ja auch irgendwo ein Statement. Muss man ja so klar sagen, dass die deutsche Fußballliga irgendwo aufwertet. Ne, das muss man, finde ich, ganz klar, auch wenn er jetzt Deutscher ist, aber auch, ob es ein Philippe Coutinho ist. Also es ist nicht so schwierig, jetzt Stars mit nach Deutschland zu bringen. Wie siehst du das? Müssen wir da wetteifern vom Budget her? Ich finde es grundsätzlich richtig, dass die deutschen Vereine vernünftig versuchen zu wirtschaften. Also es ist in anderen Ländern sicherlich immer so, dadurch, dass es da dort Investorenmodelle gibt, dass da sicherlich viel, viel mehr Geld im Spiel ist. Und ob da am Ende vielleicht mal 30 Millionen Miese stehen, wie es bei vielen Vereinen auch vor allen Dingen in England ist, oder ob das jetzt in Italien sind, wo viele auch Investoren immer mehr einsteigen. In Spanien sowieso Real und Barcelona können gefühlt kaufen, was sie wollen. Die Banken halten dafür hin. Ich finde das Modell in Deutschland schon richtig und vernünftig, weil es auf lange Sicht einfach tragfähiger ist. Corona-Zeit. Ja, Ist ein natürlich. Ich sehr glaube, gutes Beispiel, die denke ich. Deutsch, ja, man konnte natürlich nie ahnen, dass sowas vielleicht irgendwann mal eintritt. Trotzdem ist das insgesamt das
im Modell der Deutschen, wie es Deutschland macht, insgesamt sinnvoller. Du kannst nur das ausgeben, was du einnimmst. Ich sag mal so, Vereine wie Schalke kriegen das gerade zu spüren, die sicherlich jetzt auch mal in den letzten Jahren ein bisschen übergewirtschaftet haben, beziehungsweise immer so gewirtschaftet haben, als würden sie in den Europapokal kommen. Du kannst nur das ausgeben, was du auch einnimmst. Das funktioniert in anderen Ligen immer ein bisschen anders. Aber mir gefällt das deutsche System insgesamt sehr, sehr gut. Finde ich aber schwierig, das, was du auch gesagt hast. Zum Beispiel Schalke, ich habe ja meine Schalker Wurzeln. Du hast richtig gesagt, die haben spekulativ darauf gewirtschaftet, wieder ins Europageschäft zu kommen. Man hat aber auch das Gefühl, die müssen es, weil sie sonst anderen vielleicht nicht wettbewerbsfähig in der Liga sind. Aber das gleiche Problem hat auch, finde ich, zum Beispiel Bremen, die jetzt ja alle auch unten sehr, sehr zu kämpfen haben. Und gerade jetzt, wenn wir Hamburg auch mal als Beispiel nehmen, die jetzt nicht so extrem sind wie Schalke, aber jetzt gehen wir mal von außen, ein Club wie Schalke wird nächstes Jahr nochmal richtig Stress kriegen und die würden runter in die zweite Liga. Dann ist der Verein platt. Ja, aber diese Vereine musst du ja mal so sehen. Bremen und Schalke, die haben den Tag ab von, ich weiß nicht, zwischen Platz 6 und 8 Ja. und haben es trotzdem nicht geschafft, über Vereine wie Augsburg, Mainz, keine Ahnung, wer noch da jetzt zum Beispiel in Hoffenheim zu stehen, wo man dann einfach sagen muss, die haben einfach ja, schlechte Transfers gemacht. Also die haben ja schon das Geld ausgegeben, es hat trotzdem nicht gereicht. Wobei sie halt eine gute Talentschmiede haben, ne? Ja, aber da haben sie ja in den letzten Jahren auch ja oft die Spieler, ja. Man sieht ja, wie viele Jungs aus der Talentschmiede kommen, die jetzt in den großen Mannschaften spielen. Ich glaube, da gibt es eine Reihe, da gibt es mittlerweile eine erste Elf davon. Da Naja. würden sich viele die Finger Das ist ja, nachlecken. das habe ich mir neulich noch angeguckt. Das ist ja wirklich unglaublich, ne? Genau, wo Also. der Verein eigentlich insgesamt zu wenig Profit draus gemacht hat in den letzten Jahren, weil vielleicht auch die Verträge nicht dementsprechend ausgehandelt waren. Keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht unser Bier, sage ich mal, aber wo ein Verein insgesamt, der so viel Wirtschaftskraft hat wie Schalke, der darf sich eigentlich nicht in solche in so eine Bredouille bringen, wie er sich jetzt gebracht hat. Weil da steckt so viel hinter. Der Schalke hat, glaube ich, in Europa ist auf Platz 15 der Wirtschaftskraft oder so und hat jetzt so viel Probleme. Also, das sollte einem schon zum Denken bringen. Und ja, ich finde, das kann so nicht sein. Und ich glaube, daraus hat der Verein jetzt auch die Lehren gezogen. Wir haben es vorhin kurz angesprochen. 34. Das ist natürlich in Italien das Jugendspieleralter, aber in Deutschland ist das jetzt schon ein Fortgeschritt. Ich muss ganz vorsichtig das sagen. Du bist ein sehr erfahrener Spieler, nennen wir es einfach mal so. Wie siehst du deine Zukunft und wie hast du, wenn du mal überlegst, als du noch ein bisschen jünger warst, mit 20 zum Beispiel, und dir gedacht hast, boah, mit 34, hättest du da noch gedacht, dass du in so einer hohen Liga, jetzt wie zweite Bundesliga, noch Fußball spielst? Das ist ja mal insgesamt schwer vorherzusehen. Also ich muss sagen, ich fühle mich für mein Alter echt fit. Das ist erstmal das A und O, um erstmal auf diesem Level noch Fußball spielen zu können. Ich habe jetzt auch in der abgelaufenen Saison meine Spiele gemacht, nicht mehr in der vollen Anzahl. Aber wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass der Körper mitmacht. Und ich habe sicherlich auch damals schon ältere Spieler gesehen, die man dann immer bewundert hat, wie man es in dem Alter noch schaffen kann. Ja, gerade auch noch mehr zu machen als die Jüngeren, weil das musst du in dem Alter. Das ist ja eigentlich die Krux. Wenn du älter wirst, musst du mehr machen als andere. Und das verstehen manchmal jüngere Spieler noch nicht, wie ein älterer Spieler dann noch mehr machen kann, wo eigentlich die Knochen mehr wehtun. Aber du musst dich einfach in eine Verfassung bringen, damit du mit den Jüngeren mithalten kannst. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren für mich so gesehen, dass ich einfach viel im Kraftraum tun muss, um topfit zu sein, um einfach überhaupt die Möglichkeit haben, ja, Einsätze zu haben und um einfach auch topfit zu sein, um dieses Niveau zu halten. Weil ich weiß, nur wenn ich 100% gebe, habe ich eine Chance gegen die Jüngeren. Und solange da nicht welche kommen, die mir jetzt gnadenlos den Rang ablaufen, werde ich da um meinen Platz kämpfen und nur so werde ich auch die nächste Saison wieder angehen. Das klingt auch sehr vernünftig, erstmal soweit. Wie du es gerade so schön schon gesagt hast, so wirst du die nächste Saison angehen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. 2015, wo es von der zweiten Liga wieder in die dritte ging. Du bist dir aber sicher, oder du gibst natürlich auch alles, dass es diese Saison anders laufen soll. Ich meine, wir haben ja auch schon mal ein bisschen geredet so in den letzten Wochen und du klangst auch wirklich sehr, sehr motiviert, muss ich sagen, beziehungsweise
sehr positiv. Du freust dich wieder auf die neue Herausforderung, auf die neue Challenge. Was gibt dir gerade diese Energie? Weil wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt abgestiegen wäre, natürlich ist das jetzt was anderes als SC Paderborn, sage ich mal. Aber ich glaube, ich bräuchte erstmal wieder einen Monat, um das zu verarbeiten. Aber bei dir habe ich direkt schon so eine Energie verspürt. Ja, die brauchst du ja. Du brauchst ja Freude. Selbst wenn ich jetzt schon ein erfahrener Spieler bin und viel gesehen habe und viel erlebt habe, ich glaube, es ist das A und O, dass du nach wie vor Freude versprühst auf die Aufgabe, die jetzt vor dir liegt. Und es darf ja jetzt keine, sag mal, keine Bestrafung sein, in der zweiten Bundesliga Fußball spielen zu dürfen, sondern als Verein wie der SC Paderborn ist das nach wie vor ja was Besonderes. Und ich bin mir auch meiner Verantwortung bewusst, dass ich nächste Saison unglaublich wichtig bin für die jungen Spieler, ja, auch vielleicht auch für die neuen Spieler, die hinzukommen, diese Liga von Tag 1 anzunehmen, weil sowas wie damals will niemand mehr erleben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das werden wir nicht erleben, weil ich mit meinen Jungs, mit den erfahrenen Jungs dafür sorgen werde, dass jeder von Tag 1 genau weiß, worum es geht. Und es geht nicht für uns darum, sofort irgendwie um Aufstieg zu spielen, sondern es geht darum, den Verein SC Paderborn in der zweiten Liga zu etablieren. Und da sieht sich der Verein. Dafür werden wir alles geben. Und ja, ich werde vorangehen und werde meine Jungs mitnehmen. Zumal man auch wirklich sagen muss, das sehe ich persönlich auch so, ich finde, die deutsche zweite Bundesliga ist so europaweit verglichen einer der stärksten zweiten Ligen. Also die, vielleicht England spielt da noch mit, aber da kommt keiner mehr ran. Überleg mal, was für Vereine in der zweiten Liga spielen, ne? Also mit Namen. Ja, ganz viel Tradition. Man muss auch überlegen, welche Vereine mittlerweile in der dritten Liga spielen. Traurigerweise. Viele würden in der zweiten Liga spielen, sind auch mittlerweile viele kleinere Vereine, die sich etabliert haben. Sei es Heidenheim, Paderborn war auch nicht immer in der zweiten Liga, Sandhausen, das sind Vereine, die sich etabliert haben über Jahre und durch gute Arbeit und andere Vereine wie sei es Kaiserslautern, Braunschweig kommt jetzt wieder hoch, die würden das alle gerne haben und von daher sollten wir schon, tun wir gut daran, diese Liga anzunehmen und uns auch glücklich schätzen, nächstes Jahr zwei Liga spielen zu dürfen und ja, wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren zweimal Bundesliga gespielt. Das ist für einen Verein wie Paderborn, ich glaube, sensationell. Und ich freue mich, wie gesagt, auf die zweite Liga und ja, genieße jetzt noch ein paar Wochen Urlaub und dann geht es mit Vollgas wieder los. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal herzlichst, dass du hier warst. Und würde sagen, das nächste Video machen wir einfach nächstes Jahr dann zum Aufstieg, ne? Schauen wir mal, was kommt. Wenn wir dann ein Aufstiegsvideo machen, nehme ich das. Danke dann, aber wir bleiben mal lieber auf dem Teppich und nehmen dann noch die zweite. Du kennst mich, du kennst mich. Na gut. So, ihr Lieben, das war's dann nämlich auch schon wieder mit der dritten Folge, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden und zeigt es denen. Ich glaube, ihr habt hier mal ein bisschen einen anderen Einblick nochmal bekommen, als das, was man sonst immer zur Verfügung gestellt bekommt. Nächste Woche wird schon wieder, glaube ich, ein nächstes Video kommen, soweit ich weiß. Bei mir ist das ja alles mal so ein bisschen unregelmäßig, ne? Aber ich gebe mein Bestes und ansonsten Sonntag, wir werden es morgen hochladen. Das heißt, wir dürfen den Leuten noch einen schönen Sonntagabend wünschen.